Sie liebt sie, Monsieur Redfern. Genau wie sie sie lieben. Habe ich nicht gesagt, dass es so ist? Monsieur Poirot, Sie sagen also, die Frau, die ich dort liegen sah, war Christine Redfern und nicht Alina Marshall? Oui, bien sûr. Ein kleines Theaterstück extra für sie aufgeführt. Man hat sie perfekt getäuscht. Was sie zu sehen glaubten, war genau, was sie sehen sollten. Nachdem sie sich aufgemacht hatten, um Hilfe zu holen. Und dann findet der wahre Mord statt. Inzwischen ist es natürlich in Wirklichkeit 11:45. Madame Redfern hat genug Zeit, um die künstliche Bräune abzuwaschen, sich umzuziehen und sich zu ihrer Tennisverabredung zu begeben. Mr. Poirot, ich hätte möglicherweise ein Motiv gehabt, Alina zu töten. Da sind sich wohl alle einig. Aber doch nicht Patrick. Sie dachten, ich glaube an Ihre Eifersucht, Mademoiselle? Wenn Ihr Ehemann, falls er überhaupt Ihr Ehemann ist, sie doch offensichtlich liebt. Nein, das wahre Motiv ergibt sich aus zwei Dokumenten. Ach, du Scheiße. Ein Brief von J.N. Der Brief eines früheren Verehrers namens Jimmy Nash gewährt uns Einblicke in Mrs. Marshalls Wesen und das ihrer Verhältnisse mit einem bestimmten Typ Mann. Ganz offensichtlich hat er damals Geld von ihr verlangt und auch erhalten. Mhm. Ein Brief von Miss Porter. Miss Porters Brief hat nichts mit dem Mordfall zu tun. Er hat sehr wohl mit einem Mordfall zu tun, nur nicht mit diesem. Sie sollen aber diesen Mordfall lösen, Hastings. Ach, Menno. Na, na, alter Knabe, achten Sie auf Ihren Blutdruck. Ein Brief von Arlinas Anwälten. Wie aus einem Schreiben hervorgeht, ließ sie sich letzte Woche einen stattlichen Anteil ihres Vermögens auszahlen. 10.000 Pfund, um es genau zu sagen. Wissen Sie irgendetwas davon, Captain Marshall? Ich höre das heute zum ersten Mal. Wie ich heute bereits zu Captain Marshall sagte, solange wir nicht genau wissen, was für ein Mensch Arlena Marshall war, erhalten wir kein klares Bild des Menschen, der sie ermordet hat. Was schließen wir also aus diesen beiden Briefen? Wurde ausgenutzt von den Männern, zu denen sie sich hingezogen fühlte. Arlina wurde ausgenutzt von den Männern, zu denen sie sich hingezogen fühlte. Arlina Marshall war eine Frau, die es brauchte, bewundert zu werden, angebetet. Sehr wahr. Aber welche Folge hatte das? Sie war leichte Beute für einen bestimmten Typ Mann, der solche Frauen ausnutzt. Genau wie Jimmy Nash überredete auch Patrick Redfern sie dazu, ihm Geld zu geben. Und wenn ich sonst nichts weiß, das eine ist mir sonnenklar. Vor Jimmy Nash gab es einen anderen solchen Mann und vor dem noch einen. Arlena war nicht das Raubtier. Sie war das Opfer. Jetzt wissen wir, was für ein Mensch sie war und wir wissen, was für ein Mensch Edward Corrigan ist, der Mann, der sie ermordet hat.
Genau wie seine Frau Alice, die er vor wenigen Monaten tötete, um ihres Geldes willen. Dafür gibt es absolut keinen Beweis. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Hier ist etwas, das noch nicht einmal Poirot weiß, obwohl er es, wie ich ihn kenne, vermutet. Ich ließ der Polizei von Brixham ein Foto von Ihnen beiden zukommen, das er sich aus Ihrem Koffer geborgt hatte. Erlauben Sie mir eine kleine Schlussfolgerung, Colonel. Sie wurden als Edward Corrigan identifiziert und als Elizabeth Stride, die junge Frau, die die Leiche fand. Bravo, Hastings. Ich hätte es nicht besser machen können. Danke, alter Knabe. Verdammt nett von Ihnen. Oh, das war's dann wohl. Edward, sei kein Narr. Hey, das sieht ja aus wie mein Revolver. Wenn du dir so einfach die Schlinge um den Hals legen lässt, meine Liebe, dann bitte, ich habe andere Pläne. Poirot, sollten wir ihm nicht nachrennen? Poirot rennt niemals. Naja, richtig wäre ja jetzt. Hier hoch. Und dann auf den Dingens. Sie mieser, dreckiger, kleiner Schnüffler. Ein Schritt weiter und ich bringe Sie um. Vermutlich tue ich das sowieso. Das ist Ihre Chance, Hastings. Warnen Sie ihn, wenn Sie mögen. Es wäre nett, wenn Poirot am Leben bliebe. Geben Sie kein Signal mit der Laterne. Und warum nicht? Ich habe den jungen Jenks angelogen. Was hat Jenks damit zu tun? Diese Signallampe haben Sie aus Madame Castles Safe gestohlen. Madame gibt den U-Booten Zeichen. Auch ich fand die Laterne und das Codebuch. Ich sagte Monsieur Jenks, das Signal dreimal lang sei sicher. Aber der Code heißt feuerfrei auf das Signal. Ich hatte erwartet, dass Sie versuchen, meine Flucht zu vereiteln. Aber ich bin kein Trottel. Sie blöffen. Ich blöffe nicht. Tut mir leid, Sie schmieriger kleiner Ausländer, aber das kaufe ich Ihnen einfach nicht ab. Gut, Hastings. Wir können jetzt gehen. Die gucken sich jetzt das Spektakel an, wie der zugebombt wird oder was? Das ist das Signal. Wo kommt das U-Boot? Achtung! Koordinaten einstellen! Bereit! Ziel erfasst! Feuer!
Gut! Sie zerstört! Auftauchstation! Den braucht er nicht mehr abholen. Bleibt noch ein einziges ungelöstes Rätsel, Hastings. Der Schlüssel ist klar. Es ist ein Code. Wie lautet nun also der Code, mit dem man den Finger des Verdachts steuern kann? Wenn Sie meinen, die Antwort zu kennen, sprechen Sie. Dann werden wir ja sehen. Ich habe keine Ahnung. Eh bien, mein Freund. Wenn Sie denken, Sie haben den Code, dann geben Sie ihn ins Telefon ein. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Howard's Blatt, Alibi, Segelte, Selbstschutz, einen Gemälde von den Drogen gesehen haben. Mhm. Linda Marshall war hat auf ihre Stiefmutter kümmerte sich um die Bar. Haben wir das nicht schon gelesen? Brief an Kenneth Marshall. Mein lieber Marshall, ich störe nicht ungern im Urlaub, aber bezüglich der Burley-Tender-Verträge hat sich eine gänzlich unvorhergesehene Situation ergeben. Anscheinend war Mr. Cruikshank in der Einschätzung der Verträge gelinde gesagt etwas optimistisch. Daher nimmt sich das Angebot inzwischen stark überhöht aus. Ich muss Ihnen nicht sagen, was passiert, wenn sich herausstellt, dass ein in der Stadt bereits wohlbekanntes Angebot dieser Größenordnung nicht den Wert besitzt, der den Investoren versprochen wurde. Über das weitere Vorgehen sind wir uns noch nicht im Klaren. Was würden Sie empfehlen?